Willkommen zurück zu Let's Play Remember Me und wir müssen hier weiter das Rohr hoch. Nachdem jetzt mein Gamepad auch tatsächlich noch funktioniert. Und was wird das jetzt? Ich sehe mich da oben noch, jetzt sehe ich es auch. So, ich sehe nur leider nicht ganz so, wo ich jetzt hin muss. Also, wohin? Nochmal hier hoch, oder wie? Ach so. Hier muss ich aufpassen mit dem Umblättern. Und weg hier. Schicke Idee, dass sich das sonst wegblättert quasi. Wie sieht dieser Bad Request-Typ aus? Jung, nervös, dämlicher Haarschnitt. Ein möchtegern Gedächtnisjäger, treu seiner Sache. Oh, und dein größter Fan. Oh, Luftfeuchtigkeit 48%. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich kann mich nicht aus mit Luftfeuchtigkeiten. So, haben wir noch irgendwie was am Wegesrand liegen? Oder am Dachrand viel eher? Sieht nicht so aus, also einfach mal stupides weiterklettern. Und hier muss ich wohl runter. So, und hier gibt es auch wieder nichts, was man noch einsammeln könnte. Von daher gesehen auch hier einfach weiter. Und hier muss ich mich wahrscheinlich jetzt vor Stromschlingen Acht nehmen. Wollt ihr euch bitte wissen, wann es hier Strom schlägt? Achso, das erkenne ich an dem da. So, jetzt arbeitet der Draht dran, jetzt wechselt er wieder. Und jetzt sollte ich hier schnell weg. Du bist fast an der Rotunde und die Saber-Einheit hat eine Spur verloren. Sehr gut. Ja, finde ich auch gut. Was haben wir hier? Nochmal eine Bäckerei. So, das Ding ist geschlossen. Hier ist sowieso alles geschlossen. Wo muss ich denn jetzt lang? Gleichheit, Brüderlichkeit. Sagt ihr das noch was? Ja, die versuchen hier die Leute zur Revolution anzustacheln, oder wie? Big Charlie und seine hochfliegenden Pläne. Strebt nach Utopia, schafft aber die Hölle auf Erden. Dieses blöde Sensor-Netzwerk war sein erster Versuch. Und sowas passiert dann. Er ist der Chef von Memorize. Nein, er ist das große Genie. Das launische Talent im Elfenbeinturm. Die Direktorin von Memorize ist seine Frau, Cilla Katia Wells. Ein Name, zwei Köpfe, 1000 Gründe, die Wände hochzugehen. Na super. Und hier gibt es sogar 30% Rabatt. In den Fahrstuhl kommen wir leider auch nicht lang und hier durch die Türen sowieso nicht. Und da haben wir den Bad Request-Typen. Der war gar nicht so schwierig, den zu erkennen. Mit so einem Schriftzug an dem dran. Nellen die Jägerin, ich bin dein größter Fan. Danke. Ich habe schon eine Route erkundet. Ich kaufe nicht zum ersten Mal im Land der Reichen ein. Ich suche das Architekturbüro. Hier ist alles drin. Vor einer Stunde habe ich mir den idealen Weg gemerkt, um den Drohnen zu entgehen. Folge ihm einfach. Es ist eine Riesenehre, von den Besten geöffnet zu werden. Wie Autogramme geben. Geöffnet zu werden. Ja, diese Geräte sind merkwürdig. Fertig? Alles bekommen? Ja. Folge meiner Vergangenheit. Eine Reminiszenzspur, durch die du an den Thron vorbei, durch die Komfortburg, bis hin zu Kaori Sheridan kommst. Nett. Ich habe Memo-Bojen an der Route gelegt, sehr gut verankert. Sie sagen dir, wann du meine Reminiszenzen aktivieren sollst. Besten Dank, dass du meinen Kopf nicht entleert hast. Ein Moment lang dachte ich, du wolltest unsere Begegnung löschen. Auch nie vergessen.
Meine Güte, sind wir freundlich zu dem Typen. Thea ist mein größter Fan. Und eine Reminiszenz hier ist eine virtuelle Projektion einer digitalisierten Erinnerung. Meine Güte. In Echtzeit durch erweiterte Realität dargestellt wird. Kann ich mit dem B aktivieren, also sowas hier. Hallo Nillen. Wenn alles nach Plan lief, hast du gerade mit mir gesprochen und nun Zugang zu dieser Reminiszene. Mach genau, was ich tue. Dann kannst du dir einen Weg zu deinem Ziel bahnen. Ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Also muss ich jetzt auf jeden Fall den Wegpunkt hinterherlaufen. Dein Sensen überlagert deine Umgebung mit meinen Erinnerungen von diesem Ort. Mit deinem Handschuh synchronisierst du dich mit ihnen und kannst versteckte Informationen finden. Also gut, ich lass dich synchronisieren. Wir treffen uns drüben. Okay. Einmal synchronisiert und dann dürftest du jetzt weitergehen. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt auch alle Aktionen durchführen, die der durchgeführt hat. Aber natürlich werde ich mich trotzdem hier noch so ein bisschen weiter umgucken. Und mich mit Leuten prügeln, wie es aussieht, oder? Ah, mit denen. Hey Leute. Also jetzt lass mich doch erstmal ganz kurz zuschlagen. Das Kampfsystem muss ich mich jetzt gerade mal so ein bisschen gewöhnen. Hab nämlich gerade längere Zeit nicht mehr aufgenommen. Aber läuft doch schon wieder halbwegs. Obwohl man vielleicht auch nochmal ein bisschen weiteres Leben gebrauchen könnte. Die blaue Anzeige ist ihre Fokusanzeige. Weiß ich das nicht schon? Sie gewinnen jedes Mal zu Fokus hinzu, wenn sie einen Gegner treffen oder von einem Gegner getroffen werden. Okay. Ja, die Verwendung einer S-Impression verbraucht einen Fokusbalken. Na, dann überlassen wir den mal eben, damit wir da mehr Fokus bekommen. Und dann hauen wir dem nochmal aufs Maul. Und überlassen ihn natürlich dann auch noch. Und immerhin auch mal wieder ein bisschen Erfahrung dazu gewonnen. Und den Leuten aufs Maul gegeben. So, gibt's hier sonst noch was? Nö, nur eine Tür. Türen sind zwar auch schick, aber die können wir sowieso nicht benutzen. Und hier haben wir die nächste Reminiszene. Hey, ich bin wieder da. So, spielen wir Folge dem Führer? Jetzt muss ich schon wieder hier synchronisieren. Dann mal die Tür öffnen. Und die Leiter geht's dann hoch. Und es gibt keine Leiter. Dann geht's eben hier hoch. Und auch diese Balken kann man nochmal benutzen. Warum konnte ich die Leiter denn jetzt gerade nicht benutzen? Aber wahrscheinlich nur, weil die in seiner Erinnerung quasi ausgefahren war. Aber gut, was haben wir hier? Hey! Also ich kann auch mal aufpassen, wo der hier hingießt. Und da sollten wir aufpassen, dass der uns nicht anguckt, glaube ich gerade. Der hat schon mehr so ein Auge des Todes oder so. Toll! Wenn du den Drohnen begegnest, pass auf. Die stellen keine Fragen, wenn du weißt, was ich meine. Ich glaube, das weiß ich. Bleib außerhalb ihrer Ordnungskegel. Und hier heilen wir uns nochmal eben. Das Problem ist nur, die Ordnungskegel zu sehen. Ich habe ein Gerät gebaut. Hey, wie komme ich denn jetzt gerade darüber? Auf meinem Sensen sehen. Ach hier. Jedes Mal, wenn du meine Reminiszene aktivierst, kannst du sie durch mein Gedächtnis sehen. Okay. Das heißt jetzt was genau? Ah, das heißt das genau. Okay, hab's verstanden. Also, das Ding zeigt mir jetzt das Sichtfeld der Drohne an. Wenn du den Drohnen begegnest, pass auf. Die stellen keine Fragen, wenn du weißt, was ich meine. Bleib außerhalb ihrer Ordnungskegel, dann bist du sicher. Das Problem ist nur, die Ordnungskegel zu sehen.
Ja, würde ich sagen, ich kann ich dem nicht einfach mal so folgen? Ich sie als Overlay auf meinem Sensen sehen kann. Jedes Mal, wenn du meine Reminiszene aktivierst, kannst du sie durch mein Gedächtnis sehen. So, haben wir die nächste Reminiszene. Nur ein kurzer Sprung bis zum Ziel. Na dann mal hopp. Verdammt! So natürlich nicht. Okay, ich glaube, wir waren fetter als der Typ. Christmas-Morde. Eine Sammlung meiner besten Verhaftungen. Unzensiert. Mit Christmas-Morde feierst du das ganze Jahr Weihnachten. Also Leute, die mit sowas werben, sind auch ein bisschen merkwürdig. Dieser Kid Christmas. Ich kannte ihn. Ein Gedächtnisjäger wie ich. Wahr. Nun die Schande deines Berufsstands. Ein potenzielles Genie, das seine Seele für Geld verkaufte. Schöne Musik. Und da haben wir jetzt gerade schon mal gesehen, so eine Treppe mit so einer Tür oben. Und das ist genau hier natürlich. Oh, Focus Boost. Was gibt's auch noch? Gut, andere Frage, wo muss ich jetzt hier lang? Moment, gab's hier was? Nee, hier gibt's nur die Luftfeuchtigkeit. Verflucht. Wen interessiert die schon? Aber auch faszinierend, dass es hier keinen interessiert, dass mal eben hier durch so eine Scheibe gebrochen wird. Ja, wunderschön. Hilft mir gerade aber auch noch nicht weiter. Hier muss ich wahrscheinlich lang. Dann einmal hopp und rüber. Und da kommt so ein Ding. Was soll das? Ja, es wird aber auch bestimmt nochmal irgendeine Bedeutung haben hier. Oh ja, das wird es garantiert. Vor allem, wenn das Gamepad mal wieder so vibriert. Aber da kommen einfach nur so ein paar Gegner raus. Ja, ich weiß, ich könnte die Raserei-Dinger hier ausnutzen. Aber ich könnte auch erstmal hier so ein bisschen auf die draufhauen. Und weiter draufhauen und ausweichen und zuschlagen und überlasten. Ist es nicht super? So muss das laufen. So, wer ist der Nächste? Der hier vielleicht. Und auch den kann ich überlasten. Das ist doch mal praktisch. So wird man die wenigstens schnell los. An dem prügel ich mich jetzt noch mal ein bisschen gesund. Und dann, die kriegen einfach nur wieder Schaden ab. So, ausweichen und wieder zuschlagen. Es klappt auch ganz gut, die Kombos immer mal so zu unterbrechen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man da so viel Zeit noch hat, um eben mal auszuweichen. Und um den mal eben hier zu überlasten. So, in dem Fall können wir doch vielleicht auch nochmal die Raserei einsetzen. Und dann einfach nur immer kräftig drauf hier. Was anderes kann ich da ja sowieso nicht machen. Und jetzt geht's ja mal einfach weiter hier mit den normalen Impressions. Und dann entschuldige ich mal eben die kurze Unterbrechung. Wir machen hier mit der Überlastung einfach mal weiter. Und ich hoffe, das hier ist jetzt der letzte. Weil irgendwie wird das Geprügel langsam auch langweilig. So, das wäre geregelt. Und weiter geht's dann hier hoch. Wie lange soll ich noch klettern? Kayori Sheridan bewundert ihr Werk gern vom Balkon aus. Folge weiter den Reminiszenen von Bad Request. Ja gut, dann folgen wir denen mal weiter. Und da war Gefahr. Und das habe ich nicht beachtet. Aber gut. Dann eben nochmal hier hopp hoch. Wie lang soll ich noch klettern? Kayori Sheridan bewundert ihr Werk gern vom Balkon aus. Folge weiter den Reminiszenen von Bad Request. So, diesmal haben wir die Sturzgefahr auch mal schön ignoriert. Und sind diesmal nicht hier abgestürzt.
da wird man wieder für diese Christmas-Show geworben. Und ich glaube, es wäre auch ganz gut, wenn wir hierbei jetzt nicht unbedingt so viel Aufsehen erregen. Wenn man mal eben so an den Fenstern entlang klettert. Aber das lief ja schon mal halbwegs. So, wo muss ich denn jetzt lang? Hier auf jeden Fall nicht. Hier gibt es absolut nichts. Und hier muss ich aufpassen, oder nicht? Ja, muss ich. Ja. So, jetzt sehe ich da immer mal wieder mehr. Das heißt, ich muss mich hier genau durchschleichen. Und dann geht's weiter nach oben. Ah, und hier ist sofort die nächste wieder. Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet Drohnen durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite. Dann nochmal synchronisieren. Und natürlich die Tür öffnen. Warum soll ich das ja auch sonst machen? Bleib dran. Ja, wir bleiben ja dran. Aber der sah böse aus. Der okay. Drohnentyp. Die Wand schützt uns vor den Drohnenscannern. Geh dahinter und halt dich versteckt. Okay, jetzt hinter der Wand bleiben. Ah, hinter dieser Wand. So, da sind wir. Nee, das sind wir leider nicht. Da war nämlich noch was. Aber gut, kümmern wir uns beim nächsten Mal drum, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann, euch schönen Tag und ciao.